Corporal. Ich hab dir gar nicht gedankt. Weitermachen. Hey. Hey, Mann, wie geht's dir? Mehr habe ich nicht gefunden. Oh, Mann, was haben wir denn da? Oh, Bruder, du bist ein Lebensretter, Mann. Jederzeit. Danke. Brauchen Sie sonst noch was, Weaver? Weaver, brauchen Sie... Großartig. Hey, Corporal St. John, du bist einer von den Guten. Du bist wie ein Bruder für mich. Ich hatte eine Offenbarung. Gestern kam eine neue Gruppe Rekruten hier an und sie wurden bereits vereidigt. Sie kommen von weit her, aus Osten, Westen, Süden und Norden. Ihre Ankunft an diesem Ort zu dieser Zeit ist kein Zufall. Sie berichten uns von weiteren Camps, wie das im Süden. Das wir gesäubert haben. Camps von degenerierten, Drogenabhängigen, Dieben und Mördern. Wir werden bedroht. Wir alle. Jeden Tag leben wir im Schatten des Todes. Doch diesen Schatten werfen nicht die tollwütigen Freaks, die uns umgeben. Sie sind Teil von Gottes Plan. Sie sind Teil von Gottes Strafe. Nein! Nein! Es sind nicht die Freaks, die drohen, uns zu vernichten. Es sind unsere Mitmenschen. Wie Noah. Vor uns bauten wir eine Arche zur Rettung der Menschheit. Für die Rettung des Wissens. Zum Wiederaufbau, wenn die Flut sich zurückzieht. Doch in dieser Zeit, hier am Ende der Welt,
lässt Gott nicht die Ozeane ansteigen, um in einer Flut die Verdammten zu ertränken. Es gibt keine Taufe durch das Wasser. Nein, in dieser Endzeit sind wir die Flut. Wir ziehen aus, um die Welt zu taufen. Mit Feuer! Heute beginnt unser heiliger Krieg gegen jene, die Gottes Zorn erregt haben. Wir ziehen nach Norden. Wir finden die Verdammten und säubern. O'Brien, hier ist St. John. Kommen. Zu den Degenerierten und erledigt. Warte, wo bist du? Mitten im Crater Lake, Wizard Island, das Milizlager. Hast du die Panzerfäuste deaktiviert? Ach, shit, noch nicht. Mach ich jetzt. Guck mich an, wenn du bereit bist. O'Brien, Ende. Ich muss irgendwie zu den Panzerfäusten. Wo könnten die sein? Bei den Türmen. Bestimmt bei den Türmen. Ganz genau, geht weiter. Aber andere Camps angreifen? Mann, das ist heftig. Bring mir was zu essen. Komm schon, du verdammtes Scheißteil. Okay. Ja, das sollte klappen. Jetzt muss ich zu Sarah. Sarah, Lieutenant Whittaker, kommen. Verdammt. Halt durch, ich komme. Kannst du das nicht, was auch immer du da tust, draußen machen? Befehl vom Colonel. Ich soll sie ständig im Auge behalten. Ja, tja, scheiß auf seine Befehle. Hey, nicht so vorlaut. Die Dinge ändern sich hier und wer seine Befehle nicht befolgt... Sind wir sicher? Alles klar, die Luft ist rein. Okay. Was ist der Plan? Du musst deine Sachen packen, wir gehen. Wie sollen wir hier rauskommen? Es sind überall Wachen. Vertraust du mir? O'Brien, sure. Wir steigen jetzt auf den Gipfel und wir haben nur einen Versuch. Verstanden. O'Brien, Ende. Wer ist O'Brien? Wo gehen wir hin? Ich habe keine Zeit für Erklärungen. Hast du alles? Wir kommen nicht zurück. Ich bin fertig. Gehen okay, bleib bei mir. Und wenn uns jemand sieht... Nein. Falls du den Zettel nicht gelesen hast... Warte, wer ist O'Brien? Wie bringt er uns hier raus? Wie gesagt, über ihn habe ich dich gefunden. Er war einer der Nero-Leute in dieser Nacht, als ich dich in den Heli gesetzt habe. Nero? Ja, ich weiß. Oh, Scheiße, Weaver. Nein, 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 den da. Den Kanister. Genau. Private, hören Sie überhaupt zu? Los. Hoch! Und ich will ihn nicht umfallen sehen. Er hat uns freigelassen, Weaver, Mann! Scheiße, mehr Wachen. Okay, warte. Hey, komm schon. Gehen wir aus. Okay. Dieser O'Brien aus dem Nero-Heli, kommt der hierher? Ja, hör zu, das ist eine lange Geschichte. Wenn wir in Sicherheit sind, erzähle ich's dir. Sie fliegen also noch? Dann haben die bestimmt Ressourcen, Labore, Ausrüstung. Keine Ahnung, hör zu, also die haben sicher was. Frag am besten O'Brien, wenn du ihn siehst. Noch eine Wache. Warte, ich lenk sie ab. Sei vorsichtig. Soldat, was machen Sie da? Tut mir leid, Ma'am, hier ist Sperrgebiet. Sie widersprechen Ihrem Offizier. Was gehört? Hey, was? Oh. Weiter so. Noch eine Wache. Ich muss sie irgendwie weglocken. Sei vorsichtig.
Gut gemacht. Komm schon, wir sind fast da. Ich freue mich schon auf Bruce. Du willst mit mir nach Lost Lake kommen? Aber ich dachte, wir fahren nach Cloverdale. Tun wir auch, aber ich will ihn sehen. Er ist wie ein Bruder. Ist ja nicht so, als hätten wir noch viel Familie. Verstehst du? Jetzt habe ich dich! Ich freue mich schon auf Bruce. Du willst mit mir nach Lost Lake kommen? Aber ich dachte, wir fahren nach Cloverdale. Tun wir auch, aber ich will ihn sehen. Er ist wie ein Bruder. Ist ja nicht so, als hätten wir noch viel Familie. Verstehst du? Was war das? Soldat, kommen Sie her. Ma'am, das ist Sperrgebiet. War das ein Widerspruch, was? Soldat? Hey, was? Schön. Du warst auch nicht schlecht. Ich sehe Tageslicht. Komm schon, wir sind gleich da. Okay. Wir haben es geschafft. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er, Brian? Er kommt gleich. Wir müssen... Meine Herren, dies ist der Gipfel des Berges. Beachten Sie die wunderbare Aussicht. Oh, Lieutenant. Ich zeige unseren neuen Rekruten hier gerade die Insel. Wir wollten gerade runter in die Arche. Kommen Sie doch mit. Meine Herren, das ist Lieutenant Whittaker. Sie leitet den Teil des Forschungsteams, das den Einsatz von Gift gegen unsere Feinde untersucht. Verräter! Hey, nein! Nein, zurück! Eddie! Schießen! Feuer frei! Was ist hier los? Hast du das gesehen? Matt, ich wollte Ihnen gerade sagen, hören dass Sie wir nicht auf Sie. Er ist ein Mörder gehen. Und ein Spion. Warum sollten Wissen Sie ihm mehr das glauben Camp, als mir? Sie kennen mich, Matt. Iron Mike, der Anführer des Camps Lost Lake, hat ihn das geschickt. Das ist völliger Verstehen Schwachsinn. Sie? Ich kenne dieses Arschloch nicht Colonel, mal. Colonel, Sie müssen mir glauben. Es reicht! Okay. Ich höre. Ich schwöre Ihnen, er ist ein Spion. Doch, Matt, der Kerl ist verrückt. Sie kennen ihn doch gar nicht. Er taucht hier einfach so Lügner. Auf und Sie wollen ihn glauben. Aus welchem glauben? Camp soll ich deiner lügen? Meinung nach kommen? Sie glauben, Lost ich lüge? Das? Ist es das? Ich lüge nicht. Er soll seinen Rücken zeigen. Was? Ha? Zeigen Sie Was Ihren Was reicht jetzt? Das ist die letzte Warnung. Wir werden der Sache jetzt auf den Grund gehen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Captain Corey, sagen Sie, ist das das 8. oder 9. Gebot? Ich weiß es nicht genau, Sir. Sagen Sie, was Sie wissen. Keine Lügen, Sohn. Ich merke das. Im Lost Lake Camp hat er eine Frau angegriffen. Was zur Hölle redest du? Corporal! Er hatte dabei kein Hemd an. Der Mistkerl hat eine Tätowierung auf seinem Rücken. Was Satanisches. Eine Art Hund, ein toter Hund, der sich durch eine Kette beißt, als wäre sie aus Butter. Ich zog ihn von ihr weg. Er war betrunken und wehrte sich. Aber wer weiß, was ohne mich noch passiert wäre. Er soll seinen Rücken zeigen und... Tut mir leid, Colonel, die Scheiße ist einfach sowas von... Umdrehen. Sie tragen ein Bildnis des Cerberus. Dem Hund des Hades. Wie passend, dass man sie entdeckte, als sie der Unterwelt entstiegen. Aber sie sind nicht Cerberus, nicht wahr? Deacon St. John. Sie verbergen sie sich hinter heiligen Namen. Ich habe niemandem was getan. Und die Wahrheit ist, sich in er wurde aus dem Camp du geworfen. Hören Sie mir Judas. Zu! Was ist mit Ihnen, Lieutenant? Wie praktisch, dass Sie bei dem Drifter waren,
als der Nero-Helikopter vorbeikam. Colonel, ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Sie waren in einem Nero-Camp, das überrannt wurde. Wie lange spionieren Sie schon? Wie lange? Matt, ich schwöre, ich habe nicht... Mehr Lügen! Das erwarte ich von Driftern. Von Typen wie ihm erwarte ich, dass sie mich betrügen. Aber ein Offizier... Colonel... Ich war's! Ich war's! Colonel, ich hab gelogen. Sehen Sie in meiner Tasche, da ist das Funkgerät drin. Ich hab sie angefunkt. Und ich hab sie angelogen. Ich belog den Lieutenant. Ich sagte, dass ich Hilfe bräuchte, um was zu überprüfen. Die Wahrheit ist, ich wollte nur eine Geisel. Deacon St. John, Drifter, bist du da? Hier ist Nero, hier ist O'Brien, Drifter. Tut mir leid. Corporal St. John ist nicht verfügbar. Moment. Wer ist da? Manchmal wird bei der Suche nach der Wahrheit das Blut Unschuldiger vergossen. Verzeihung, meine Liebe. Entlast Private Sarkozy, stimmt das? Ja. Und Curry, sperren Sie den Drifter weg. Morgen um 0700 wird er verurteilt. Und er wird hängen. Lieutenant, das reicht. Wir haben zu tun. So. Erzählen Sie mir doch vom Lost Lake Camp. Ja, Sir. Alles, was Sie wissen wollen. Lieutenant? Bitte. Na los, aufstehen. Gut. Ich wusste doch, dass Sie atmen. Leck mich. Das wollte ich hören. Das heißt, Sie sind wieder voll da. Okay. Warum? Dieses Tattoo. Ein Hundeschädel und die Kette? Sowas sieht man nicht alle Tage. Ich habe recherchiert. Vor Ihrer Befreiung. Ich wollte... Ich weiß nicht. Ich wollte das alles verstehen. Das hatte der Lieutenant an sich, als sie ins Camp kam. Ich glaube, das ist ihr. Ja, das stimmt. Und ihre Frau heißt nicht Beth. Nein, heißt sie nicht. Und sie haben die ganze Zeit nach ihr gesucht? Ja. Sie fragten, warum? Es ist doch ganz einfach. So wie ich das sehe, verdient kein Mann, der auf der Suche nach seiner Lady durch die Hölle geht, durch einen Strick zu sterben. Moment, Moment mal. Sie helfen mir? Das bedeutet, dass man sie auch hängen wird. Wir gehen nicht zurück. Der
Colonel ist total verrückt. Heiliger Krieg, Genozid. Was soll der Scheiß? Ja, gut, was ist der Plan? Was haben Sie vor? Wir gehen nach Osten. Ja. Wir wollen bis nach Reno. Sie sollten mitkommen. Nein. Sie können nicht zurück. Die Miliz wird Sie sofort erschießen. Nein, ich werde nicht ohne Sie gehen. Und ich muss nach Norden. Ich muss Iron Mike warnen. Dafür ist es jetzt zu spät. Wieso? Sie haben in der Nacht den Santiam-Pass geräumt. Was? Ein Konvoi brach früh am Morgen auf Richtung Norden. Oh, Scheiße. Sind Sie sicher, dass Sie nicht mit... Viel Glück für Sie, Deacon St. John. Hey, Corey. Als ich dem Colonel von meiner Militärzeit erzählt habe, sagte ich, ich hätte jede verdammte Minute gehasst, aber vielleicht wäre es nicht so mies gewesen, wenn ich unter Ihnen gedient hätte. Wer weiß, das kann ja noch kommen. Ich muss zurück nach Lost Lake. Ich muss nach Norden. Ich kann Boozer retten und Ricky und Iron Mike, aber ich kann Sarah nicht retten. Ich kann Sarah nicht retten, aber die anderen... Es tut mir leid, Sarah. Es tut mir leid, aber ich werde nicht aufgeben. Ich finde einen Weg. Ich werde dich später holen. Ich schwör's. Ich werde dich später holen. Ich muss nach Norden. Über den Santiam Highway. Jetzt geht es. Ja, das ist der schnellste Weg. Santiam. Hier lang. Nach Norden. Ein Kontrollpunkt. Scheiße. Der war hier vorher noch nicht. Es gibt keinen Weg drumherum. Kontrollpunkt. Scheiße. Der war hier vorher noch nicht. Es gibt keinen Weg drumherum. Brauche ich.
Das sind Männer! Alles? Kämpft! Na los! Der Verräter! Erledigt ihn! Ich weiß, wo du bist! Er wartet auf uns! Töte ihn! Weiter! Wir los, flankiert ihn! Irgendwann bleibst du schon stehen. Es ist St. John! Erledigt den Drecksherr! St. John! Jetzt hab ich dich! Alter! Erledigt ihn! Wer rührt sich nicht? Und gebohrt! Tötet das Arschloch! Steht da nicht rum! Komm schon raus! Das ist sein Job! Attacke! Feuer frei! Soldat getroffen! Kontrollpunkt, scheiße. Der war hier vorher noch nicht. Es gibt keinen Weg drumherum.